Herzlich willkommen live vom Wattenschlick. Man hört es auch im Hintergrund. Es prasselt so richtig an unser Live-Übertragungszelt. Es schüttet in Strömen. Wir haben das Glück, hier im Trockenen zu sitzen. Neben mir sitzt gerade Daniel Stojanov, aka Bulgarian Car Trader. Schön, dass du da bist. Völlig schockiert über das Wetter sitzt er hier nebendran. Vor allen Dingen voll plötzlich, oder? Ja, eben absolut. Schien noch die Sonne. Ich bin ausgestiegen und dann ging's los. Du hast das Wetter also mitgebracht? Ich hab's mitgebracht, ja, aus Italien. Dann hoffen wir, dass du es vielleicht mit einem Auftritt von dir wieder verscheuchen kannst. Du trittst nämlich heute auch um 17 Uhr auf der Palettenbühne auf dem Wattenschlag. Schön, dass du hier bist bei uns. Dankeschön, danke. Du machst Indie-Pop-Musik mit bulgarischen Einflüssen. Allerdings habe ich Interviews von dir auch mal angeschaut und da hast du gesagt, dass du versuchst, ja einen Mittelweg zu finden und du auch eher US-amerikanisch so ein bisschen geprägt wurdest und nicht zu viel von bulgarischen Folklore oder so einzubringen. Wie gelingt es dir denn, so einen Mittelweg zu finden zwischen halt moderner Musik oder vielleicht auch ein paar bulgarischen Einflüssen? Ach, am Ende des Tages, ich bin wirklich beeinflusst von amerikanischer, britischer Indie-Musik und das Bulgarische ist eh so ein bisschen in meinem Blut, im Rhythmus oder vielleicht in bestimmten Gesangstechniken. Ja. Da mache ich mir einfach nicht so einen Kopf darüber. Ich gucke einfach, dass ich die Musik mache, die mir gefällt, also ein Potpourri aus allem, was ich mir so gesammelt habe in meinen Lieblingslisten und so. Und dann fließt es eher so untergründig ein bisschen mit ein. Ja, aber die bulgarische Folklore, es gibt Bandprojekte, die so einen folkloristischen Approach haben und den habe ich nicht. Also ich bin eher, will internationalen Indie machen. Ja. Ich glaube, du hast dann auch irgendwie in dem einen Interview erzählt, dass es da manchmal in Richtung Weltmusik geht und genau, das ist halt einfach ein völlig anderes klingt Genre. Klingt dann wie so 300 Soundtrack und dann kommt... kommen die Kämpfertruppen irgendwo aus einer Felsspalte und so. Das darauf habe ich definitiv nicht deine Musik. Das ist definitiv nicht mein Ding, nee. Ja. Du hast schon an mehreren Bandprojekten noch mitgearbeitet. Bulgarian Car Trader, jetzt dein Solo-Projekt. Ja. Wie ist es denn, solo jetzt auf der Bühne zu stehen? Fühlt sich das anders an als in einer Bandformation? Manchmal bin ich mit einem Trio auch auf der Bühne. Jetzt, wenn es eine kleine, wie heute die Palettenstage, dann gerne irgendwie dann alleine. Ich finde es wundervoll. Es ist mein erster Festivalsommer und ich habe wirklich eine sehr gute Zeit. Und, alles, was ich an Liebe und Zuneigung kriege, da ist nämlich sehr, also es fühlt sich doppelt so stark an wie früher. Also daher. Krass. Und ist der Zugang, wenn man alleine auftritt, zum Publikum irgendwie anders, als wenn man mit mehreren da steht? Naja, ich war auch in den Projekten davor vorne und vorne kriegt man am meisten ab, im Positiven oder Negativen, daher, aber ich bevorzug's da vorne zu stehen, nicht aus einem Ego-Tick heraus, sondern einfach nur, weil da vorne formt man sich und da wird man im Optimalfall besser. Ansonsten, wenn man jetzt irgendwo, ich habe ja auch schon Backings gesungen bei größeren Bands, um Geld zu verdienen und das ist sehr bequem, es ist irgendwie wie ein sehr guter, also sozusagen die besten Tickets, die man haben kann, das, wenn man Background-Sänger ist. Ja, okay. Als ich als erstes Mal, also du heißt Bulgarian Car Trader, ist schon ein sehr besonderer Name für jemanden, der nicht ein bulgarischer Autohändler ist. Und Teilweise, ja, weil ich habe natürlich mich auch informiert über dich und es ist halt gar nicht so weit weg. Also ich habe mir erstmal jemanden vorgestellt als Bulgarian Car Trader, so die männlichste Person, die ich mir vorstellen könnte, vielleicht auch ein bisschen älter, gut gebauter Mann, vielleicht sogar mit Schnauzbart oder Bierbauch. So, das war ein Bild, was in meinem Kopf aufgeploppt ist. Bierbauch hast du überhaupt nicht. Bart ein bisschen. Ja. Dass diese Erwartung eben und dann da dieser... eben dann die Person dahinter zu sehen, das ist genau das Experiment, auf das ich aus bin. Also das hast du bewusst so einen Namen gewählt, der Bilder es erzeugt? Es erzeugt gewisse Vorstellungen und es ist schön, wenn das so hochkommt und man damit spielen kann. Und das Bulgarian Car Trader ist ein soziologisches Experiment. Aber ich habe gelesen, du warst trotzdem auch mit bulgarischen Car Tradern unterwegs. Ja, war ich auch. Was ist das für eine Geschichte? Ich hatte meine Episode. Mein bester Freund im Viertel in Bulgarien, wo ich herkomme, hat sich als Autohändler versucht und hat so ungefähr in einem Zeitraum so von 2 Jahren hat er mit Autos gehandelt. Mhm. Und ich habe ihm geholfen, die ersten 2 Fuhren von Autos nach Bulgarien zu bringen. Ich habe ihm Geld geliehen und dann waren wir auch ein bisschen unterwegs und wie gesagt, unter uns gesagt, ich könnte nicht einen Tag überleben als Autohändler, siehst mich ja. Aber ich war völlig los, ich war in einem völlig anderen Milieu unterwegs und ich fand das sehr interessant. Und ich dachte, wenn ich irgendwann mein eigenes Ding komplett mache, nenne ich mich
Bulgarian Car Trader. Was macht einen guten Autohändler denn aus, wenn du sagst, das könntest du niemals machen? Naja, er ist erstmal nicht so gesprächig wie ich. Und er kommt mit Bargeld und einem Autoanhänger, also sozusagen mit der klaren, mit der Aussicht für den Verkäufer, dass das Auto mitgenommen wird. Er ist aber, und er fängt an, einfach das Auto zu zerlegen im verbalen Sinne. Also das gefällt ihm nicht, das gefällt ihm nicht. Und am Ende dreht er sich um und geht. Und dann beginnt der interessante Teil der Verhandlungen. Weil er hat ja das Bargeld dabei und den Autoanhänger. Und da kommen dann die besten Schnäppchenpreise raus. So ist das. Also für alle, die noch ein Auto verkaufen wollen, vielleicht hier ein paar Tipps und Tricks. Ja, und wenn ihr Autos kauft, kauft sie nie im Regen. Jetzt zum Beispiel, jetzt regnet es draußen und man sieht bei einem Regen nie, ob das Auto einen Hagelschaden hat oder so. Zum Beispiel. Stimmt tatsächlich, ja. Genau. Kauft niemals ein Auto mit Motorwäsche. Auch okay. Ein schlechtes Zeichen, weil man weiß nie. Man will ja sehen, wo ist der Motor irgendwie, wo ölt er und so. Ja, wir spielen jetzt gleich einen Track von dir, um zurück zum Musikalischen zu kommen. Danke für die Autoverkaufstipps. Noch ein paar Tipps. Noch. Ja, vielleicht können wir einen Podcast machen zu Autoverkaufen. Ja, aber gleich spielen wir von dir Golden Rope. Was ist das denn für ein Song? Was macht diesen Song aus? Das ist ein sehr lässiger, sonorer, entspannter Song. Erinnert mich so an so, es gibt manchmal so eine Hybridversion von so Hip-Hop meets Singer-Songwriter-Musik, die mir immer schon gefallen hat, wo es dann immer über die Jahre mal so einen Song gab, so meistens aus Kalifornien irgendwo. Von wem zum Beispiel? Es gab von, jetzt pass auf, es gab eine Nummer, die hieß Buzzin. Yeah, I met her at a black party, da 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 da. Buzzing all over me, buzzing all over me. Ja. Die Nummer. Und es gibt diese eine Band, ach, wie heißt die? Every morning there's a sun, na 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 Wie heißt diese Band mit diesem blondierten Sänger, der immer Every morning there's a big na 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 na. Oh Mann. Ja, also, es tut uns leid. Mann, ich wünschte, es gäbe aber es aktiviert sehen. Was in meinem Kopf, wo ich nicht mehr wusste, wenn dass das jetzt jemand von den die sollen sich melden bei Oldenburg ein, wer diesen Song erkennt. Ja. Ja. Definitiv. Und das hat dich inspiriert. Und bei Golden Rope, sagst du, geht es in eine ähnliche Richtung. Ja, genau, in eine ähnliche Richtung. Wenn du hast jetzt schon so viel vorgesungen, dann wollen wir jetzt aber auch mal rein in den Song. Danke, dass du hier warst auf dem Interview. Ich hoffe, du kommst gleich trocken wieder in den Backstage und auf die Bühne. Bitte, der Regen soll aufhören. Ja. Ich habe Equipment dabei. Scheiße. Ja, dann vielen Dank fürs Gespräch. Dankeschön. Ciao. Dank. Ciao.